Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich habe wieder ein kleines Video und zwar war ich im Teddy und habe ein paar schöne Dinge ergattert. Und ich wollte euch gleich mal meine Box zeigen, die ich jetzt gerade, ja, was heißt gerade? Ich habe die eigentlich schon eine ganze Weile, aber ich habe sie jetzt erst, ja, mal ordentlich angemalt, eine Bordüre drum und ja. Hier oben ist dann so ein Riesenkarbonschon aus Fimo, den ich so abgeformt habe mit den Molds, die ich mal von Swantje hatte. Den habe ich mir drauf gemacht mit so noch ein paar anderen Karbonschons und ja, ihr seht es ja, ne? Bisschen Glitter, bisschen Silikon, also als, ja, ich sag jetzt mal so Sahneersatz oder wie man auch immer das bezeichnen mag. Ich finde diese Dosen oder diese Schächtelchen immer sehr, sehr hübsch. Ich habe ja auch hier zum Beispiel. Das habe ich euch schon mal gezeigt, glaube ich. Oh, jetzt bin ich hier im Licht. Mache ich ja auch gerne mit diesem Teddy. Da habe ich ja auch verschiedene Gläser. Dann kommt da halt immer dieses ganze Schmuckzeugs rein. Hier habe ich zum Beispiel lauter Ringe drin. Und noch einen Kettenanhänger und sowas alles. Also das ist dann hier drin. Ja, finde ich immer sehr, sehr niedlich. Wollte ich euch mal kurz zeigen. Und da werde ich definitiv noch welche machen. Von diesen Schachteln. Weil davon habe ich nämlich noch ganz viele. Ich glaube, die gab es mal beim Teddy oder gibt es beim Teddy noch. Ich weiß es gar nicht aktuell. Für 1 Euro oder 1,50 Euro. Ich weiß nicht, ob sie jetzt teurer sind. Ja, und dann kann man halt so diese Schachteln machen. Dann kann man eben, ja, Sachen reintun oder, ne? Ihr seht es ja. Genau, das wollte ich euch mal zeigen. Und dann zeige ich euch, was ich jetzt im Teddy ergattert habe. Ich hatte mal Glück in der Wühlkiste. Und zwar habe ich hier für 10 Cent diese. Oh, ich liebe diese Perlen hier, die sind so Pastell und die finde ich so, so schön. Und jetzt mal im Ernst, 10 Cent, ne? Nehme ich mit. Also jedes Mal, wenn ich die, ich glaube, ich habe die schon mal für 10 Cent gekriegt. Ja, nehme ich natürlich mit, ist ja klar. Lasse ich da nicht liegen, kann man halt schöne Gebamsel mitmachen. Dann hatte ich mir nochmal diese Hexenbesen mitgenommen. Ich finde die so niedlich, wenn auch teuer, ne? Aber ich will nicht bei jedem Video immer rummotzen, wie teuer das ist. Aber ja, es sind nur 3 Stück drin, aber die sind halt so, so süß. Und gerade für so Halloween-Basteleien, ja, vielleicht habe ich jetzt nach Halloween Glück, weil ich werde ja jetzt nochmal reingehen. Weil ich die Hoffnung habe, dass sie Halloween-Zeugs runtergesetzt haben. Vielleicht kriege ich dann eben auch mal sowas für 50 Cent oder für 10 Cent. Und da werde ich mich natürlich eindecken, aber ich denke mal, dass alles schon weg sein wird. Da wird man so viel Glück nicht haben. Dann habe ich mir hier diese Haarspangen mitgenommen. Die finde ich besonders toll. Ja, ich brauche jetzt nur die Blumen hier. Die hier unten brauche ich nicht wirklich, aber die kann man ja trotzdem mit verbasteln, ne? Ein Kabuton draufgeklebt und schon kann man die so an einen Pocket Letter oder Loaded Envelope auch mit dran machen. Für 50 Cent nehme ich das natürlich mit. Für 1,50 Euro hätte ich es nicht mitgenommen. Ja, aber wie gesagt, ich möchte nicht immer nur rummotzen wegen den Preisen. Es ist immer noch billiger als Bastelladen. Von daher, ne? Wollen wir nicht immer rummeckern. So, dann hatten sie die hier auch runtergesetzt. Genau, was haben die gekostet? Müssen wir auf die Rückseite schauen. Aha, auch 10 Cent. Das sind so, was steht drauf? Schmucksteinherzen. Genau, 10 Stück sind da drin, ne? Oder? Ne, 20 Stück. Also 10 mal 2,5 cm und 10 mal 1,5 cm. So, die. Für 10 Cent, jetzt mal im Ernst, kann man nicht liegen lassen. Schmucksteine braucht man ja auch ganz schön viel. So, die habe ich ja schon mehrmals mitgenommen, aber ich finde die ganz klasse, auch wieder für so Halloween-Sachen oder generell so, ne? So Holztext kann man an Geschenk dranhängen. Man muss es ja nicht unbedingt für Halloween benutzen, ne? Man kann es auch für Weihnachten mitbenutzen und ja, man kann es anderweitig verbasteln. 50 Cent haben die gekostet, ich dachte eigentlich 10. Ne, 10, hinten, genau. 10 Cent, also das war dann wahrscheinlich auch von der alte Preis. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch 10 Cent dafür bezahlt. Habe mich noch gefreut, dass ich zwei bekommen habe. Oder drei? Zwei oder drei? Ich weiß es gerade nicht genau. Also hier liegen jetzt noch zwei, aber ich dächte, vielleicht liegt in meiner Tasche noch ein drittes. Ich dächte, dass ich die dreimal gekauft habe. Ja, die finde ich, kann man immer wieder gebrauchen. Allein schon wegen diesem tollen Band hier. Dann habe ich diese Schaumstoff-Sticker bekommen. Ja, man kann es jetzt nicht richtig sehen. Aber ich werde mal Pause machen. Hol mal diese Meerjungfrau da raus. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich wollte die Meerjungfrau mal rausholen. Ist die nicht niedlich? Da sind 3 Stück von dieser Meerjungfrau drin. Und dann noch so ein paar Fische und Muscheln in, naja, so ganz tollen Pastellfarben wieder.
Also richtig hübsch und auch sehr groß. Also das ist ein sehr großer Sticker, finde ich ganz klasse. Für 1 € habe ich die mitgenommen. Genau, hier sind noch so halt Fische und, na, ihr seht ja 3 von den Meerjungfrauen. Die sind neu, jedenfalls habe ich die noch nie gesehen. Dann die hier, da ist so Tiger dabei, Affe und ich glaube ein Koala. Oh, das ist ein Panda, nee, ein Koala. Die habe ich noch mitgenommen. Ja, und dann diese hier mit diesem geilen Hai hier. Ja, musste halt auch mit. Ich glaube, dahinter ist noch ein Tintenfisch und irgend so ein Matrose oder irgendwie sowas in der Art. Musste auch mit, finde ich ganz, ganz klasse. Gerade Haie und ja, ihr wisst, ne? Mittlerweile brauche ich nicht jedes Mal sagen, Meereszeugs oder Meerestiere. Da flippe ich ja völlig aus. Ich liebe das. Das, ne? Vor allen Dingen das liebe ich. Jo. Dann habe ich mitgenommen die hier wegen diesen niedlichen Schweinchen. Ja, dahinter müsste eine Katze sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und hier vorne ist ein Huhn. Ja, ich gucke mal, ob ich das rausholen kann, ob das wirklich eine Katze ist. Ich mache jetzt aber nicht wieder aus. Das ist Käse. Gucken mal. Ja, es ist ein kleines Kätzchen. Auch sehr, sehr süß. Ach, ist das niedlich. Ja, also sie sind echt hübsch. Diese, ja, Schaum. Oh, das Wort wieder. Schaumstoffsticker. So, dann habe ich diese hier ergattert. Die finde ich auch ganz, ganz niedlich. Und zwar sind das so, ja, so Zootiere. Richtig, richtig toll. Giraffe. Und hier das Äffchen mit dieser Banane. Ist echt niedlich, ne? Oder hier unten dieser Bär mit den Herzchen. Denn die Schäfchen. Einfach nur süß. Hier oben mit Honigtopf ist auch niedlich. Ja, im Hintergrund ist etwas laut. Die Kinder toben wieder durch die Wohnung. Ne? Denn ja, an denen kann ich nie vorbeigehen. Die nehme ich ständig mit. Das sind diese Monstersticker. Ich liebe ja Monster. Ist auch kein Geheimnis, sage ich auch jedes Mal dazu. Aber die sind auch so toll für Pocketletter. Ich liebe diese in eine Blume reingeklebt. Finde ich einfach nur klasse. Ja, also musste ich die auch nochmal mitnehmen. Ne? Was man hat, hat man, sage ich immer. So, dann diese hier, die sind ja auch ganz, ganz toll. So ähnliche habe ich schon, aber das sind glaube ich andere. Also ich kann mich an die Katze nicht wirklich erinnern. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich die doch schon habe. Ich weiß es nicht. Mir ist es auch egal. Alles, was ich doppelt und dreifach habe, da kann man eben mal was mit vertauschen oder was benutzen oder ne? Es macht nichts. Man ist sowieso immer froh als Bastler, wenn man irgendwas doppelt und dreifach hat. Von daher, ja, wie gesagt, ich habe so viele Sticker, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, welche ich habe und welche nicht. Bei den Monstern weiß ich es, weil ich sie ständig kaufe. Aber bei denen hier muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ich die schon habe. Beim nächsten Mal, wenn ich sie sehe, weiß ich es natürlich, dass ich sie habe. Aber diesmal, aber schaut mal diese Katze hier in dieser Tasse. So niedlich und auch das Einhorn hier, was auf dem Rücken liegt. Diese kotzende Wolke hier. Kotzt einfach mal so einen Regenbogen. Einfach, ja, musste ich mitnehmen. Ne? Auch mit den Dings, das ich eventuell habe, macht ja nichts. So, und dann von dieser selben, ich sag jetzt mal Serie, die hier, die sagen mir auch nichts. Ich dächte, dass ich andere habe, die so diese, ja, diesen Effekt hier haben. Dieses, ja, sieht ja so ein bisschen, wie sieht denn das aus? So spiegelig, ne? Das spiegelt sich hier so. Und ich denke, dass ich da andere habe, also nicht die. So, und da ist hier oben so ein Kakadu oder ja, Papagei oder sonstiges. Dann hier so ein Flamingo. Dann hier so coole Badeschlappen im maritimen Look. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. Einfach nur trollig. Also, ja, ich hab's ja mit sowas, ne? Wisst ihr ja. So, und zu guter Letzt war ich noch im Kick. Und da habe ich hier diese. Ja, ich glaube, das ist eigentlich für Fondant oder für Plätzchen, so eine Ausstecher. Ich habe damit vor, mir Ohrringe zu basteln aus Fimo. Stelle ich mir übelst geil vor. Mit dieser Blume und dann vielleicht hier so einen schönen Cabochon in der Mitte. Und dann, ja, mal gucken, wie ich das umsetzen kann. Vielleicht kann man es auch für irgendwas anderes für Fimo benutzen, aber ja, zum Backen werde ich es jetzt wahrscheinlich. Na gut, es sind 3 Stück, ne? Vielleicht nehme ich eins mit rüber in die Küche, das größere hier. Und die kleineren hebe ich dann hier für. Vielleicht so ein Feenhäuschen kann ich mir vorstellen. Habe ich ja auch noch vor, mal sowas zu machen. Da sehe ich auch immer auf Facebook so hübsche Bilder. Das hat 1 € gekostet, ne? Wenn ich mich nicht. Hat das 1 € gekostet? Ich weiß es nicht. Hier steht 2,99, aber ich habe keine 2,99 bezahlt. Das weiß ich. Da müsste ich jetzt auf den Kassenbon gucken. Ich weiß nicht, aber ich dächte, dass ich 1 € bezahlt habe.
Oder? Ach, ist ja auch völlig egal. Auch für 2 € oder 3 € ist das, hätte ich es mitgenommen. Aber ich dachte, wie gesagt, dass es 1 € gekostet hat. Da war doch hier oben so ein Riesenaufkleber dran. Aber ich, ja, jetzt bin ich auch verwirrt, aber es ist auch egal. Die gibt es bei Kick. Und die fand ich halt, wie gesagt, sehr, sehr cool. Ich glaube auch eine Marke, Zenker, oder? Ist doch auch irgend so ein Markenartikel. Genau, und bei Kick habe ich auch, ja, in der Wühlküste habe ich dort immer nie Glück. Ich habe hier für 10 Cent so eine Girlande mitgenommen. Ja, die kann man auch halt schön gestalten. Ich glaube, dass ich die euch schon gezeigt habe. Ja, ich glaube, dass ich die in den Kick-Hall schon mal gezeigt habe. Aber es liegt halt hier gerade, da denke ich, dass ich das gleich nochmal zeige. Und auch für 10 Cent. Genau, für 10 Cent runter reduziert. Dieses Schild hier mit diesem tollen Papagei werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen verändern und umgestalten, aber ja, fand ich ganz toll. Vielleicht mal als Tür, ja, für die Tür für im Sommer oder so. Also als Türkranz quasi. Im Moment hängt ja immer noch Herbstliches dran. Aber ich habe ja so viele Türkränze. Ich habe was für Herbst, ich habe was für Maritim, ich habe was für Frühling, so mit so einer Elfe und so einem Eulenkrams irgendwie. Dann habe ich eins, was sonst im Jahr dranhängt, mit 2 Eulen, wo nur Willkommen steht. Den habe ich nicht verändert, der war schon so. Und dann natürlich Weihnachten mit Weihnachtsmann. Und ja, da möchte ich mir aber auch gerne mal einen neuen basteln, weil nur, man kann ja. Erstens macht das Basteln Spaß und zweitens kann man ja immer mal wechseln. Das Problem ist, dass man dann einen ganzen Karton von Türgrenzen und Schildern hat, wo man dann auch nicht weiß, wohin damit, ne? Und ja, total bekloppt. So, und dann hatte ich mir noch zu guter Letzt, jetzt kommen wir aber wirklich gleich zum Ende, hier diese Mutti-Zeitschriften, die ich mir ja immer mitnehme. Ich kriege das zwar alles von meiner Tante nochmal, aber ne, was man doppelt hat, hat man doppelt. Die fand ich halt auch sehr toll. Mit diesen süßen, schaut mal, diesen niedlichen Weihnachtsmann hier. Oder hier das Kätzchen. Ich habe ja schon einen ganzen Karton von diesen Mutti-Stickern. Ich sage ja immer Mutti-Sticker dazu. Oder Zeitungssticker. Da sind die hier, glaube ich, vom letzten Jahr auch dabei. Also den Olaf hier unten, also diesen Schneemann, habe ich tatsächlich größer schon gehabt und als Pocketletter verbastelt. Ja, müsste ich jetzt mal in mein Album gucken bei den Pocketlettern. Aber hundertprozentig habe ich den schon mal verbastelt. Hier oben ist er nämlich größer. Also ich dächte, dass ich den schon. Was heißt dächte? Ich weiß, dass ich den verbastelt habe. Ja. Wie gesagt, ich kriege die dann immer doppelt. Meine Tante sammelt immer für mich mit. Ich habe ja diese von Lisa nicht mehr bekommen. Diese Halloween-Sticker. Da gab es ja auch so Halloween-Geister und so. Und da habe ich meine Tante angerufen und habe gedacht, du sag mal, hast du die Lisa gekauft mit den Stickern? Ja, habe ich gekauft. Weißt du doch, kaufe ich doch immer. Also Gott sei Dank habe ich die dann wenigstens einmal. Ich habe die leider zu spät entdeckt bei jemandem im Instagram. Ich glaube, bei der Tanja war es. Genau, ich glaube, die liebe Tanja hatte die gepostet. Und da bin ich natürlich gleich losgerannt. Und ja, ich glaube, die Lisa kommt ja jede Woche. Und von da, ich habe die nicht gesehen. Und ich war im Zeitschriftenhandel, also, ne, ich gucke da immer, aber keine Ahnung, vielleicht habe ich sie übersehen. Dafür habe ich aber die hier bekommen, mit diesen niedlichen Hündchen hier, die sich hier so ganz doll lieb haben mit den Herzchen. Und, genau, hier unten so ein bisschen winterlich. Oh, das ist so hübsch gemalt, ne, aber ich möchte auch so malen können. Ich liebe das, wenn das so gemalt ist, so. Ja, hier unten ist schon was kaputt gegangen, sehe ich gerade. Ach, das ist ja ärgerlich, das habe ich nicht bemerkt. Aber ja, wie gesagt, wenn ich sie eh doppelt kriege, ist es nicht so schlimm. Und meistens sind die ja eh doppelt drauf, ne? Aber gerade der mit den Regenschirmen, hier oben ist er nochmal. Das ist natürlich schade. Ja, denn hier unten, schaut mal, die küssen sich. Auch süß, ne? Oder hier mit diesem Riesenschal, passen natürlich alle beide rein. Hier so als Indianer verkleidet. Auch cool. Oder hier oben auch so ein bisschen Halloween, ne? Mal einer da dabei, der so Halloween. Oh, der ist auch süß. Ja, also mich, ach, hier auch Geburtstagsfeiern. Ja, richtig toll. Das war dann Welt der Frau und das andere ist aktuell für die Frau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die fast nie lese. Manchmal blätter ich zwar durch, aber eigentlich interessiert mich nicht hier ihr flacher Bauch und was weiß ich, besten Hausmittel und so ein Schnulli, was da immer drin steht. Steht ja in jeder Zeitung eigentlich dasselbe drin, meiner Meinung nach. Manchmal gucke ich so, wenn ich Langeweile habe, in der Wanne oder so, mir doch mal eine an. Ja, aber meistens geht es mir nur um die Sticker. Und oft gebe ich die dann meiner Mutti oder schmeiße sie weg oder gebe die jemanden mit, wo ich sage, hier liest du sowas. Und ansonsten flattern die eigentlich ins Altpapier. Ja.
Genau, das war mein kleiner, aber feiner Haul von Teddy und ein bisschen Kick und dann die Zeitung hier. Genau. Mehr gibt es nicht zu zeigen erstmal. Ich habe hier noch Action vor mir stehen. Das folgt dann als nächstes. Da brauche ich aber ein bisschen mehr Platz und Zeit. Ich habe mich jetzt nur mal schnell hier auf den Boden gehockt, weil ich bin ja, wie gesagt, am Schachteln basteln. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.